Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Destiny 2 Forsaken, meine lieben Freunde. Und wir werden, oder wir kommen immer näher daran, Cates Tod zu rächen. Wir haben jetzt schon 6 von den Typen down. Oder nicht 6. Ein paar. Ich weiß nicht, wie viele. Gerade. Wir haben schon ein paar abgeschlachtet auf jeden Fall. Und wir kommen immer näher ran zum Killer. Ich hoffe auch, dass es bald vorwärts geht. Dann werden wir ihn richtig rannehmen. Ich habe jetzt noch 2 Barone auf der Liste, die jetzt noch bei mir als Quest angezeigt werden. Und danach geht's weiter. Dieses Glimmert hält eine Signatur. Sack. Araskes, die Gaunerin. Sie ist ein Feigling, weil sie sich hinter Fallen und Lakaien versteckt. Ich wette, wir treiben einen Informanten auf, wenn wir uns umsehen. Okay. Einen Explosionsmechanismus. Wenn eine Lieferung dieser manipulierten Engramme es jemals in die letzte Stadt schaffen würde, das dürfen wir nicht zulassen. Die Munition geht immer zum falschen Zeitpunkt. So, wo muss ich denn hin hier? Da oben. Ach so. Zehn Schritte. Ups. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich weiß gar nicht, was das ist. Guck drauf und Luft drüber. Das andere Engramm dahin schmeißen. Nur woher kriege ich das jetzt?
Gehen wir mal weiter höher. Das ist die Gaunerin. Das muss sie sein. Die gute Nachricht? Die Engramm-Hersteller wurden zerstört. Und ich konnte eine Quelle für die Übertragungen der Gaunerin ausfindig machen. Die schlechte Nachricht? Für jemanden, der die Gaunerin heißt, war diese Spur viel zu leicht zu finden. Ist wohl wahr. Ja, auf hier rumzuschießen, ne? Was soll denn das? Die Gaunerin. Nachtpirscher Fokus. Juhu. Dann schauen wir doch mal rein. Was haben wir denn da freigeschaltet? Nach einer makellosen Ausführung schwächen deine Nahkampfangriffe Feinde. Freischaltbar durch das Besiegen von Feinden mit deinen Leerfähigkeiten auf dem Weg des Gespensts. Okay. Willkommen. Sie hat auch die Munition manipuliert. Mein Gott, hier ist ja alles. Scheiße. Ich muss ruhig werden. Ich bin zu aggressiv vorgegangen.
Immer mit der Ruhe in dir. In der Ruhe liegt die Kraft, ne? Sackgasse. Wenn wir weiter vordringen wollen, müssen wir uns den Weg freisprengen. Komm schon, ey. Kommen die denn alle her? Zeit habe ich denn? Ich teste das jetzt einfach mal. Nimm mal so ein Engram und renn so weit wie ich kann. Leichter als ich dachte. Echt nicht, mit wem du dich hier angelegt hast, Bitch. Wo bist du? Das war eine Falle. Wo ist sie denn jetzt? Mach mich echt ein bisschen nervös hier, Alter. Komm jetzt raus da und zeig, was du kannst. Versteckspiel hier. Ich glaube, mir geht mir auch um Zwerbe. Man weiß nicht, wann man seine Super benutzen soll, weil die ist immer woanders. Jetzt holt sie da schon wieder neue Leute ran. Weil alleine kann sie ja nichts. Ich
Holz den gleich schon weg. Das könnte echt sein. Doch. Vier Barone erledigt. Geht doch. Ja, eine weniger. Jetzt noch den. Ach ja. Rache tut so gut. Da war ich ja nicht da oben, ne? Das war knapp. Das ist das Nest eines Scharfschützen. Man hat hier einen guten Überblick. Wir jagen den Baron, der Kates Geist mit nur einem Schuss ausgeschaltet hat. Die Deckung oben halten. Er zieht sich zurück, aber ich verfolge seine Position. Ich will den Scharfschützen um jeden Preis. So hat er jetzt wieder volles Leben. Wieso geht ihr mir auf den Sack? Täuschung. Der ist schlauer, als er aussieht. Leichte Simulationstechnologie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Schnapp sie dir, wenn du noch mehr davon findest.
ist denn jetzt der blöde Schütze? Vier Lok. Vögelchen. So, wir haben die 5. Gar nichts machen. Keine Chance gegen uns, der kleine Hammel. Ah ja, ist ein Holo wieder. Riesen. Keine Chance gegen mich. Jetzt geht's los. Thank you.
Dich. Jetzt zeig ich dir mal mein Scharfschützengewehr, mein Freund. Nicht machen, die Mission ist viel zu wertvoll. Alter! Zeig dir, was ein Scharfschütze kann. Weißt du, es gibt einen Grund, warum ich mich verstecke, wenn du kämpfst. Ist besser so. Aber Kates Geist war so wie er. Charismatisch, großspurig und überaus kompetent. Sie hatte es nicht verdient, so zu enden. 6 Namen konnten wir von der Liste streichen. 2 bleiben noch. Und dann Aldrin. Vielleicht haben Petra oder Spider eine Idee, wo sich die Maschinistin und der Fanatiker aufhalten. Dann wollen wir mal da hingehen. Und mal fragen, wo können die sich denn aufhalten, die kleinen Schlingel, ne? So, und dann ist das auch erstmal die letzte Folge für heute. Kriege ich ein bisschen Hunger.
Kehre zu Spiders Versteck zurück. Ich komme. Ich glaube, der benutzt uns nur, damit wir die Typen töten. Und danach wird er uns töten. Oder versuchen. Das wird er nämlich nicht schaffen. Wohl vorher ramme ich ihm mein schönes Gewehr. Volle Karte in den Poppes! Sieh mal einer an. Wenn unser Prinz bisher noch keine Angst vor dir hatte, sollte er das jetzt. 6 sind erledigt, aber die 3 stärksten sind noch übrig. Wie sagt ihr das auf der Erde? Bis Wiedersehen? Ich bin immer bereit für einen neuen Deal. Die Maschinistin. Ja. So, aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.